dass wir Gary wiedersehen und alles klarstellen, dass ich es bin, nicht er. Der King, das King of School. Nein, Jungs. Nein, ich helfe dir nicht. Scratchen. Ist der Weg schneller. Die sind hinter mir alle herlaufen. Ja. Aber ich muss nach Blue Skies. In die Städtehauptstadt. Und schauen wir mal. Was haben wir denn noch für Quest? Ich will auch so ein Moped, Mensch. Ah, weißt du, vielleicht das kriegen durch den Arbeitslehrengang da. Aber da bin ich ja super gut drinne. So, was haben wir denn hier vorne? Der Sammler. Ich bin aber eher ein Jäger als der Sammler. Naja. Huh. Look where you're going. Very funny. I'm sorry. Did I hurt you? I'm sorry. Ugh. Aha. Now, we're even. Aha, my nose. How you doing, Clint? Me? Just fine. Ugh. Ah, top of the world. Yeah, I can see that. You seem really balanced. That's what my shrink said. Then I headbutted him like this. Ah. Whoa, whoa, okay, man. All right, buddy. You think I'm a moron, don't you? You think I'm a joke, huh? No, man, relax. You want me to headbutt you? You want to fight me? Because I'd really like that. Come on, man. We don't need to fight. We're friends. You know that. Really? Then get me a bike. I want a bike or I want a fight. All right, I'll get you a bike. Fight. Wait here. A bike. Yeah. Voll der Verrückte. Gefällt mir aber fast. Könnte fast sein Bruder sein. Machen wir das mal. Klau Clint ein Rad. Ich muss den bestimmt alle klauen, weil ihm nicht alle gefallen. Wie ich das so wieder kenne. Na komm mal her. Dann fahren wir halt außen rum. Müsst ihr bestimmt mehr als eins klauen, oder? Klauen noch ein Rad für Clint, ey. Ich muss doch bestimmt alle klauen hier, das ist ja nicht wahr. Ey, noch zum Dieb hier. Das Problem ist, sie sind ja noch so weit weg und Sperrstunde ist auch immer geil für mich. Take a rest. Diebstahl. So. It goes in the garage. Noch eins. Good. Now go get me another one. Hier noch eins. Ich habe nicht glaube, weil ich den bestimmt noch alle klauen soll. Dann hast du deine Bikes, wo meist alle guten Dinge drei sind. Hallo, ich möchte gerne mein Bike haben. Verstehen Sie nicht? Nein! Ach komm! Ohne Witz. Ohne Witz, ohne Witz, ohne Witz, ohne Witz. So, is it worth ja. It now that you're gonna get busted and all? You! Come over here and take your beats! Und dann? You, what is the meaning of this? Weiß ich nicht, aber
Ich werde jetzt hier ganz gemütlich reingehen und schlafen gehen. Habe ich irgendwas Neues bekommen? Nö, anscheinend nicht. Warte mal, Fotografie habe ich doch fertig, oder? Habe ich da irgendwas mit Fotografie bekommen? Nö. Bum, bum, bum. Oder? Ah, guck mal, von Miss Phillips habe ich so ein Ding bekommen. So ein schönes Gemälde. Wird überspeichert. Tralalala. 57%. Meistens so bei 70% immer Ende eines Spiels. Und dann sind den Rest 33% alles durchspielen. Und hättest du, wenn aber, alles gefunden. Und den kompletten Unterricht machen und... Ja. Hopkins, you better come to the office right now. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Hängt das mit der Polizei zusammen? Geh mal bitte weg. Zweimal oben? Ah ne, das ist... Was ist jetzt? Melde dich beim Rektor. Ach nö, was ist jetzt los? Ah, Hopkins. Now, I'm not one to give in to popular sentiment. You can tell that by your clothes. What? I'm saying you dress great. Irrelevant. As I said, I am not a people pleaser, but in your case, I'm going to make an exception. An exception? Cool. Yes, you are without a doubt the least popular boy in the school right now. Even that fat child who wets himself is more popular than you. Coincidentally, it has also come to my attention that you are a filthy, dirty, foul-mouthed, awful little vandal. Yeah, well, we already knew that. Very droll. A comedian till the end. Well, you'll have to pursue your comedic talents elsewhere, boy. Bulworth is not for you. I'm not the one who's funny. You know what's funny? You. You're a joke, you old creep. You and your stuck-up, lame-ass school, with its bullies, its sex-pest teachers. This place is a dump, and you're a big-nosed freak. This school rewards losers and bullies. I just stand up to them. You painted obscene graffiti on the town hall, boy. I have it on good authority. It was you. Oh, yeah? Then who squealed? Tell me that. A commendable pupil did feel the need to tell me you were responsible for this outrage. Gary Smith. Look, I may have painted a few jokes on the town hall, but that kid likes to torture people. Gary Smith is the next head of this school. He's responsible, courteous, and not afraid of being an unpopular leader. You are blind, old man. Blind. And you are leaving. I tried to contact your mother, but she's still off on a cruise. Until I hear from her, I will have to let you stay here in your room. But you may not wear the school uniform or attend classes. Gotta be kidding. You are leaving the academy to attend to your education elsewhere. Now get out! Whatever, man. Ja, wir haben Freilauf. Wir können alles machen. Läuft. Will ich aber wenigstens meine geilen Klamotten anziehen. Wo sind wir denn hier? Habe ich das in der eigenes Outfit gespeichert? Habe ich das... wo habe ich sie denn? Also können wir lassen. So. Also steckt Gary doch dahinter. Reingeplatzt 1. Start. Hey, ich muss doch keine Kleidervorschrift mehr haben, du Vogel. Hey, Jimmy. How you doing? Terrible. Everybody hates me. Everybody might hate you, but everybody laughs at me. Yeah, that's true. Those kids are jerks anyway, but I tried. I know! I mean, I tried to do the right thing, make people happy, stop all the fighting, make everyone calm down. Now everyone laughs at me. People used to be scared of me, and now I'm a joke. Because Gary, it must have been. I know! I can't deal with the fact that that kid beat me. Well, it ain't over yet. God, one minor setback and you're acting like a baby. You're pathetic. I've been expelled. They're just waiting for my mother to come back from her 58th honeymoon, then I'm out of here.
How was that a minor setback? Losers! Oh, shut up, you fat dork. Whatever. You and your has-been friend don't scare me. See? Even a dork like that laughs at me. We gotta prove Gary was behind everything. Know if it was Gary. All we know is townie kids beat up a bunch of Bulworth kids. I mean, I don't even care anymore. Well, we've gotta find out what's going on. Come on! Okay, but if we're gonna take on those townies, we're gonna need a bunch of backup. Someone big who doesn't hate me yet. Russell. He'll be at his house at Old Bulworth Vale. Russell. Na voll. This is how they educate people. It's no wonder. Oh, friss die Wand, ey. Ja, ich muss hier mehr zum Unterricht. Ich will hoffen, dass man sich auf Russell verlassen kann. Dem alten Fegel. Im Old Bulworth oder hier vorne irgendwo? Ja, ziemlich in der Nähe. Läuft. Bestimmt da oben, ne? Wo ich wieder mit dem Skateboard nicht hochfahren kann, weil er sich sonst auf die Fresse legt. Ach, hier ist eine GG-Karte. Na, aber ich muss anders hoch. Na, komm schon. Hier muss ich hoch. Und dann darf ich rechts rum. Hier oder was? Da vorne, okay. Also hier hinter irgendwo. Hey, Russell! I need your help to bust into the dropout's hideout.